Heute soll es hier kurz um eine neue Aufgabe gehen. Wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Danke für euren Support. Die heutige Aufgabe nennt sich hier Sammle Bücher in Holy Hedges und Sweaty Sands. Ich werde euch jetzt die ganz genauen Orte zeigen. Der erste Ort, wo man ein Buch finden kann, wäre dann ganz genau hier in Holy Hedges bei diesem Haus hier. Geht einfach ganz genau hier in diese Tür hier rein. Einmal ganz kurz hier nach rechts. Und ganz genau hier, wo diese schwarze Markierung ist, wird dann hier das erste Buch spawnen. Ihr müsst dann einfach auf die Einsammeltaste drücken. Das Ganze wird euch sowieso angezeigt und das Ganze befindet sich ganz genau hier auf der Karte. Der nächste Ort befindet sich hier beim gelben Haus. Einmal hier wieder durch die Tür gehen und ganz genau hier links beim Buchregal wird dann das Buch Nummer 2 liegen. Einfach dann hier wieder einsammeln und das Ganze befindet sich ganz genau hier bei diesem Haus. Der letzte Ort in Holy wäre dann hier bei diesem etwas größeren Haus. Einmal hier wieder reingehen, einmal nach links wieder die Tür öffnen und ganz genau hier bei diesem Kamin befindet sich dann das letzte Buch und das Haus befindet sich ganz genau hier auf der Karte. Der vierte Ort wäre dann hier in Sweaty Sands in der Nähe von diesen ganzen Wohnwegen. Da gehen wir hier einmal in diese Tür hier rein und ganz genau hier bei dem Bett sehen wir hier wieder den schwarzen Fleck und hier befindet sich dann das vierte Buch und das Ganze befindet sich ganz genau hier auf der Karte. Einfach dann hier wieder reingehen, einsammeln. Und dann seid ihr schon fast fertig mit der Aufgabe. Der letzte Ort, wo sich ein Buch befindet, wäre dann ganz genau hier gegenüber. Geht einfach einmal ganz genau hier raus und dann irgendwo hier ist eine Tür. Einmal diese Tür öffnen und ganz genau hier rechts bei diesem Buchregal wäre dann das letzte Buch. Einsammeln und dann seid ihr schon mit der Aufgabe fertig. Das Ganze befindet sich hier auf der Karte und dann würde ich sagen, das war's mit dem kurzen Video.